Recht herzlich willkommen zur 137. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, ihr hört meine Stimme, ich bin erkältet, hab so ein bisschen geschwächelt und naja, wir sind aber jetzt hier und sollten jetzt hier diesen Satelliten bald absprengen, hat der Dralo mir geschrieben. Danke für die Kommentare, auch Modrak. Und ich sollte mal gucken, dass ich vor allem, warte mal, wir müssen noch mal zu dem anderen Satelliten hin, das hat der Modrak geschrieben, dass ich da das zweite Panel noch ausklappen muss. Tracking Station gerade reingehen. Und die sind aus, ne? So, jetzt machen wir das mal so rum. So, jetzt finden wir da auch hin. Jetzt gehen wir da mal hin. Und dann sollen wir da das zweite Panel natürlich noch ausbauen. Ausbauen. Ausklappen. Ne, das ist jetzt was anderes. Da ist es. So, jetzt haben wir nämlich noch Strom, jetzt geht das auf jeden Fall noch. Und ja, bevor das mal schief geht. Haben wir jetzt die Chance, dass es ausgeklappt ist? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das. Naja, sie werden funktionieren, sagen wir es so. Gut. Wie viel Saft ist da jetzt drin? Ne? Der ist voll, ne? Und der läuft ja auch. Okay. Hatten wir hier eigentlich alles gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Geht nicht mehr, ne? Lock Temperature. Recover, okay. Und senden geht halt nicht mehr, ne? Das hätten wir mitnehmen können. Und da war auch geklärt, glaube ich, ne, oder? Ja. Gut, aber das sind Sachen, die sind jetzt gelaufen da. Jetzt gehen wir wieder in eine Tracking Station zu unserem Arbeitsprojekt. Und da hat der Dralo halt geschrieben, ich sollte mit dem Satelliten nur darum fliegen, ja, den hier wegmachen, und das kann der Satellit alleine alles machen. Ne? Ich brauche das jetzt nicht mit. Das passt sowieso nicht, wie man gerade sieht. Das sollte ich nur den Satelliten machen lassen, absprengen, und der bringt schon seine Richtung. Aber vorher soll ich gucken, dass ich noch die Klamotten einsammle hier vom Gu und sowas. Ne? So, dann wollen wir da mal gerade gucken. Ja, die Sachen sind nämlich da. Und da müssen wir, glaube ich, mal einmal rausgehen. Hier, er muss dahin. Und let's go. Ja, ich glaube, ich muss da mal hinschweben, ne? Anders geht das nicht, ne? Okay, so ein schwieriges Unterfangen wieder für mich, ne? Gut. Er fliegt jetzt dahin. Wir müssen das Jetpack anmachen, dann klappt das auch. Jetzt habe ich hier Kammer-Orbital. Okay. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, geht die Helmklappe an. Na, ne? Genau, cool. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier Take Data hinkriegen dann, ne, oder? Macht er aber irgendwie nicht, oder? Und ich wahrscheinlich nicht nah genug dran bin, ne? Ja, das ist alles komisch. Warum fliegt denn der so komisch jetzt, bitteschön? Was macht der? Ja, jetzt nicht, aber No Target, ist klar.
Wie richte ich denn jetzt mich wieder aus, hä? Ja, das wird jetzt wieder was. Ich merke das schon. Also ich muss auf jeden Fall nach rechts und zurück. Und hoch muss ich auch noch. Und das funktioniert irgendwie wieder toll. Irgendwie möchte er nicht so, wie ich möchte. Zurück. So. Okay. Look temperature. Ein Scientist brauchen wir dafür, okay. Collect Data. Remove Data. Haben wir das jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich hoch. Und wieder nach rechts. So. Lock Temperature geht nicht. Temperatures können. Und Scientist, okay. Das bedeutet, kleiner Mann muss jetzt noch da und das geht wahrscheinlich dann auch nur da, ne? Okay, jetzt ist er dagegen gestoßen. Gut. Jetzt sind wir dann nach rechts. Lock Pressure kann auch nur ein Scientist, alles klar. Dann war es das. Und das hier. Restore. Gut, dann ist das jetzt das gewesen, oder? Bisschen nach rechts. Bisschen hoch und das war zu viel. Kommt er da jetzt dran? Ich glaube nicht, ne? Grab geht nicht. Runter. Vor.
eigentlich gemacht, so ein Shit? Komm schon, nochmal das F bitte. Jetzt hoch. Nein, hoch, nicht runter. Kommst nicht dran, ne? Kommt das nicht mehr. Na, jetzt habe ich ihn an Bord. So, sind wir wieder drin. Ja, das, was wir da jetzt hatten, das war dann wohl... Na, jetzt habe ich da nicht drauf geachtet, was er hier geschrieben hat, ne? Na, okay, dann ist das halt so. So, Coolport. Ist nicht. Achso, wir können nochmal gerade dann nochmal hier da noch einen Crew Report machen, ne? Geht das? Nee. Ein EPA Report. Aber den haben wir wohl auch schon gemacht. Haben wir den wirklich? Ja, sonst wird er ja was stehen, ne? Gut, dann kann er doch wieder rein. So, dann auf die Karte. Und. Ich hätte jetzt gesagt, dann mal ein Tschüss für den zweiten Satelliten, ne, oder? Ne, das ist der falsche. Gut, dass wir das noch bemerkt haben, ne? Weißt du was, wir machen das dann lieber so, dass wir den hier aufmachen. Das geht doch auch, ne, oder wie war das? Die Kappe. So. Und dann gehen wir in die Station. Tracking Station. Und dann müssen wir den Satelliten dabei wegholen. Dein. So. Das ausfahren. Das ausfahren. Und dann Karte und den Orbit hinkriegen jetzt. Der ist ein bisschen verzogen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Add Manöver. Hol den mal gerade wieder erst zurück. Ups, das war zu klein, aber das ist auch nicht schlimm. Aber dann da erstmal hinkommen, genau. Ich glaube, wir ziehen das Manöver erstmal gerade so durch, oder? Und dann können wir immer noch korrigieren. Wohl ein bisschen größer in dieser Richtung wäre schon nicht verkehrt, oder? So ist schon okay. Richten wir mal geradeaus die Richtung schon mal. Okay. Das sollte dann funktionieren, ne? Können wir mal hier gucken, das passt. Und Aufträge gucken wir auch rein. Vielleicht ist das sogar nachher gut, so wie es ist. Dieser Abstand könnte sein, dass es reicht, oder? Mal gerade einen Tacken schneller. So, und dann Triebwerk an. Ah, was passiert jetzt gerade? Nix. Ne, das wollte ich nicht machen. Ach so, okay.
geht noch nicht an, weil, ne, noch nicht aktiviert ist. Dann mal jetzt los. So. Und wo ist er jetzt? Da ist er. Ja, geht erstmal. So, jetzt Fahrtrichtung wieder geradeaus, oder? Geht das jetzt hier so auch? Sieht wohl so aus, ne? Den machen wir mal ein bisschen größer noch. Und dann müssen wir den noch ein bisschen anpassen. Das weg. Passt. Und dann gucken wir mal, wo wir die Bahn schneiden. Das müsste hier irgendwo sein. Das war jetzt verkehrt. So. Und so. Und ich glaube, das ist dann schon gut, ne? Alles klar. Das würde bedeuten, die Sache ist soweit geritzt. Lassen wir jetzt mal den weiter vor, oder? 3 Stunden. Na, das geht noch ein bisschen mehr, aber wir können das auch anders machen. Es macht mehr Sinn. Warum fliegt er jetzt? So rum, ne? Ja. Wo ab hier? Ist einfacher, ne? Dann richten wir uns da gerade aus. Genau. So. Das sieht gut aus, oder? Ab hier nochmal. Und in 2 Minuten ist das dann soweit. Mal ein bisschen schneller laufen lassen. So, und dann haben wir das. Dann müssen wir einmal beschleunigen kurz. Und stopp. So. Ach so, wir sind nicht auf der. Ach, jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt gemacht? Doch. So haben wir es schon richtig gemacht. Okay, so sind wir passend. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier uns ausrichten in dem Sinne. Wo ist der jetzt hier? Zack, weg. Und jetzt müssen wir, ich glaube, einmal Retro. Das muss hier ein bisschen kleiner werden. So. Dann einmal bis dahin warpen. Und dann müssen wir da ein bisschen größer werden. Ich glaube, dafür müssen wir dann so rum einmal. So. Und dann sind wir eigentlich jetzt auf der Bahn, oder? Sieht doch top aus, oder? Jetzt sag nicht, wir sind 100% falsch rum am Fliegen, ne? Ja, ich glaube, so sieht's aus, ne? Ja.
Super. Eine absolute Kehrtwende müssen wir machen. Das ist ja richtig toll. Ich muss eigentlich nur abbremsen, oder? Zack. Und siehe da, ist das Ding auch abgehakt. Gut. Ja, haben wir, wird auch grün, ist stabil, okay, super. Das läuft. Dann sind wir mit dem fertig. Das bedeutet, wir können jetzt zurück ins Dingens, nach Bot gehen. Tracking Station. Und dorthin. Und dann müssen wir hier noch den Rückflug managen, ne? Ja. Aber den Rückflug, den würde ich sagen, managen wir dann auf der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.